Und herzlich willkommen zurück zum Gabelstapler-Simulator. Er wird mich brechen, das sehe ich schon. Denn ja, das ist auch, glaube ich, was ich hier spiele, auf jeden Fall noch nicht die finale Version. Das muss ich dazu sagen. Das hätte ich, glaube ich, im ersten Video mal erwähnen sollen. Aber ja. Es ist natürlich für eine Simulation, eine Alltagssimulation, macht sie genau das, was sie soll. Ne? Du machst das, was man so halt macht als Gabelstapler. Und, hast du ja immer das Problem, dass du... Ja, du musst ja irgendwie das dann spielerisch umsetzen, ne? Willst du das zu sehr gamifizieren, dann schimpfen dir die Leute, es ist zu sehr gamifiziert. Machst es zu realistisch? Stichwort... Ja, erinnert euch mal an die VES-Games von diesen Rummel-Attraktionsautomaten-Dingern. Basically haben die da Fahrgeschäfte nachgebaut und deine Aufgabe war es, die Tasten auf dem Pult zu drücken und die haben das möglichst exakt nachgebildet. Und man könnte sich fragen, wer spielt denn sowas? Und ja, es gibt dann eben, ne, dieses genau das ist dann die Zielgruppe für diese Art von Simulation. Und ja, da musst du halt immer ein Balancing finden, wie weit willst du gehen? Wir hatten ja mal so einen Stapler-Simulator, wo es dann darum ging, auch dass der physikalisch immer Spaß macht, ne? Dass da eben auch Paletten dann irgendwie übereinander stapeln, Hochwettbewerb. Wer kann möglichst schnell möglichst viel kaputt machen? Ich habe also offenbar die beiden Spiele verwechselt, ne? Das gab's ja auch. Und weiß ich nicht, dann gibt's für jeden Geschmack gibt's ja auch so ein LKW-Simulator zum Beispiel. Gibt's ja auch, ne? Da gibt's den einen für die Schwerlast, dann gibt's einen für mich gibt's schon jahrelang am Markt, das ist ja der Eurotruck-Simulator. Dann gibt's, ne? All das. Meint ihr eigentlich, es kommt einmal irgendwann ein Dreier? Eurotruck-Simulator 3? So, warte mal. Das passt doch erstaunlich gut. Ja, beruhigt. Ich hab's doch noch drauf, Leute. Die Kamera, die, wenn man hier reinfährt, manchmal schwenkt die ganz komisch um. Ich habe noch gar nicht geguckt, ist eigentlich mit den Armaturen. Da haben wir, müssen wir Sprit drauf achten. Oh, die Motorkontrollleuchte leuchtet. Nee, doch nicht. Hä? I'm verwirrt. Wir hätten die gar nicht runterpacken? Doch. So. 20, gute Arbeit. Achso, der Tag ist wieder rum. Ja, wollen wir noch einen Tag spielen? So, Leute, der Gabelstapler-Simulator ist runtergeladen. Wollen wir mal eine Runde spielen? Machen wir mal. Training mit Wirkende. Okay. Wir arbeiten heute mal bei Walker Miller, ja? Moin! Okay, ausnahmsweise mal... Huch! Ausnahmsweise mal kein, kein Gemäger vom Meister. Okay, da nehmen wir die Ameise. Gut. Zwei Paletten, die wir jetzt abladen, die wahrscheinlich gleich wieder im Weg stehen. Kennen wir ja schon. Ah, da sind Xboxen drin oder so.
Weiß gar nicht, ob ich das Spiel auch bei unserem fantastischen Partner Games Planet habe. Könnte ich ja mal einen Link in die Videobeschreibung packen, ne? Gut. Ja, das ist am frühen Morgen hier ein kleiner Auftrag zum Warmwerden. Weil das am frühen Morgen meistens in diesen Verladedingern ja schon etwas spannender zugeht, weil da kommen über Nacht die LKW-Fahrer an und warten dann morgens drauf, dass sie wirklich schnell bedient werden, wenn wir nach Hause fahren können. Ne? Ist so. So, Entladung TRK1 an DK1B. Können wir gleich hier bleiben. Ich bin quasi jetzt auch ein Ramp Agent. Also. Wahrscheinlich auch gerne das Gehalt, ne? Aber man weiß ja nicht, wie viel Euro ein Credit sind, ne? Weiß er ja nicht. Au. Ja, also wenn ich heute Abend schlafen gehe, ne, dann lasse ich ja so meinen Tag Revue passieren und ich denke mir dann so, also heute hast du richtig was geschafft. Ja, du hast ein paar Tonnen bewegt hier. Du hast perfektes Entertainment für deinen Zuschauer hier quasi geliefert. So. Ja, also wie gesagt, auf der Rückseite der Packung steht 50 Missionen, da werde ich drauf. Nee, ich weiß es nicht. Das Ding ist, ich überlege gerade so, was könnte man hier noch einbauen? Also zum Beispiel, ja, wir haben ja schon verschiedene Sachen, ne? Also die Paletten wieder aufheben, wenn da irgendwie Chaos gemacht wurde, natürlich nicht von mir. Ins Regal rein, aus dem Regal raus, Auflieger rein, raus, an die Seite stellen. Papier ins Büro bringen, weil die uns natürlich noch nicht an die Ameisen dran lassen, die trauen uns nicht. Ich wusste übrigens nicht, ne, bei unserer Staplerscheinprüfung, dass man mit den Ameisen nicht irgendwie den Hang rauf und runter fahren darf. Du hast ja ein Gefühl dafür, wie viel Kraft dieser Motor hat und ob da, wenn du eine Ladung da drauf hast, ob der das dann hält oder nicht. Das weiß man ja mit der Zeit, ne? Also ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spräche, das zu tun. So. Ich muss aber sagen, von den Assets her oder so, das ist schon richtig nice gemacht, ne? Die Auflieger und so. Würde ich mir halt wünschen, dass man hier an der Ecke so ein bisschen rausgucken könnte, also ein bisschen was von der freien Welt sieht. Ich komme mir doch ein bisschen vor wie so eine Ratte im Labyrinth. Also geht es ganz gut mit Geld verdienen hier, ne? Packer. Transportiere eine Ladung RM1 an TRK1. Diese Paletten müssen fertig gepackt werden. Stelle also alle Papierkartons korrekt auf die Paletten und transportiere sie danach zum Ladebereich 01. Ach du Leve, Jott, was ist hier denn passiert? Wer hat das denn gemacht? So.
Ja, Paletten packen gehört natürlich auch dazu, ne? Also wenn du, wenn du wirklich Lagerist bist, mit auch mit Kommissionierung und so, dann heißt es irgendwie, wir haben auf einer Palette 500 Teile, der Kunde möchte 60. Einer muss es ja machen, ne? Ist so. So, Bänder drum. Doch fast. So, na? Zack. Wie sind denn die eigentlich so weit weggeflogen? Vor allen Dingen, kommt das jetzt auf den Müll oder liefern wir was dem Kunden an? So, noch gucken. Ups. Ich bin, oh, ich bin gerade seekrank. So. Di-di-di-di-dim. Ja, ach, direkt, die werden direkt geliefert. Schön. Ich glaube, mit der Ego-Perspektive ist es ganz gut, ne? Da kenne ich ja auch gut mit aus. What was they say? Ich glaube, ich fange dann demnächst eine Alice-Firma an. Das ist, ne? Hier schon mal mein Bewerbungsvideo. So, mal gucken. Ist ja nur Papier. Ja, aber trotzdem, so ein paar Fenster, dass wir irgendwie rausgucken können. Ich meine, das ist so ein bisschen... Jetzt hat das Fabrik-Charme, ne? Sehr realistisches Reifengeräusch. Gut. War nur zwei, ne? Vielleicht passen. Nicht, dass ich jetzt hier ineinander komme. Wunderbar, weiter so. Warum steht der da rum? Der tut ja wirklich basically nichts. Hallo? Ich soll jetzt aber mit dem Stapler so zum Abschluss auch nochmal alles in der Ego-Perspektive versuchen. Machen wir einfach mal. Was soll schon schief gehen? Hält das für keine gute Idee. Nur, dass ich es eben kurz einmal gesagt habe.
waren die, drei, ne? Da. Sieht man auch in der Nummer, ne? In Folge 5 hat er bemerkt, dass die Lager durchnummeriert sind. Ja. Ich bin halt auf anderen Bereichen intelligent. Vielleicht. Man könnte sagen, so zum Beispiel im Bereich Videoschnitt, aber nicht wirklich, ne? Aber da fällt mir gerade so ein, es ist, ich muss es mal loswerden, so ein kleiner Rant hier. Es ist unglaublich, wie zielstrebig sich ein Produkt immer weiter zurückentwickeln kann. Und die Zahl an Fehlern und Problemen, die ich mit den Adobe-Produkten habe, also in erster Linie, sage ich mal, wirklich in der Premiere, das ist so gigantisch, dass ich darüber nachdenke, nach 7 Jahren, die ich jetzt nunmehr das ausschließlich nutze, ich habe vorher mit anderen gearbeitet, von Premiere wegzugehen. Das ist so unfassbar. Und ich finde, das merkt man ja auch so wie bei Windows oder so, ne? Das ist ein funktionierendes Ding, wo man eigentlich ja ein paar schöne neue Features reinbauen könnte. Aber die bauen immer Killefit ein und Quark. Dieses ganze Cloud-Bullshit. Dann, dass die alle Videos, die du bearbeitest, von komplett durchleuchten und Dinge mit tun und speichern und keine Ahnung was. Wo sind wir denn heute? Oder der Vorschlag von Microsoft war auch geil, eine Windows 11 demnächst. Damit deine intelligente Suche da unten funktioniert, die du ja sowieso hoffentlich nie nutzt. Sondern immer schön mit DuckDuckGo suchst. Damit die dir helfen kann, deine Dokumente wiederzufinden, möchte Microsoft alle 10 Sekunden einen Screenshot von deinem gesamten Bildschirm machen. Egal, was du da gerade drauf machst, die speichern, AI analysieren und dir dadurch ermöglichen, jede beliebige Datei irgendwo zu finden, weil es ja weiß, wo es ist, weil es dir zuguckt. Ne? Und ich sag mal so, ich glaube nicht alle Dateien, die über diese Suche auffindbar wären, möchtest du suchen, oder? Zum Beispiel deine Steuererklärung, die du am PC ausfüllst. I don't know. Gut, wir sind Gott sei Dank in Europa, da gibt es halt Datenschutzstandards, so ST8 ist ganz da hinten. Aber ja, Wahnsinn, ne? So ist es auch bei Premiere. Also es ist mit jeder Iteration irgendwie schlechter geworden. Es sind grundsätzliche Funktionen ganz selten mal besser geworden. Es gab zum Beispiel mal so eine Sache, da musste ich bei Videos mit mehreren Audiospuren immer jede einzelne Audiospur reinkopieren, statt einfach das Video reinzuziehen in die Timeline. Da sollte man meinen, ein normales Programm kann das. Ein Schnittprogramm, ne? Erkennen, das sind mehrere Autospuren, muss ich einfach jetzt alle reinziehen. Konnte das Ding nicht. Es hat Jahre gebraucht, bis das drin war. Und der neueste Schrei ist zum Beispiel, dass ich rausgefunden habe, dass das Ding einfach nicht vernünftig mit MP3-Dateien umgehen kann. Also, du musst dir mal vorstellen, du hast ein auf Audio und Video spezialisiertes Programm und das kann nicht mit MP3 umgehen. Der eher so richtig umgehen. Der Cache ist eine volle Katastrophe. Das ist alles so fürchterlich. Ich habe keine Lust mehr. So. Mission abgebrochen? Nee, ne? Mal Glück gehabt. Das ist ja auch so ein Problem. Was ist eine konsequente Weiterentwicklung und was ist eine Verschlimmbesserung, ne? So. Ja, keine Ahnung. Mit Software-Firmen erlebt man ja mal so einiges. Kennst du ja vielleicht.
Photoshop hingegen möchte ich nicht tauschen, weil es ist immer, wenn ich mir überlege, ich möchte das mit GIMP machen oder so, na wahrscheinlich, wenn ich mir das lange genug da angucken würde, wäre es wahrscheinlich auch das Bessere, ne? Genauso wie Audacity das beste Audioprogramm ist, ja? Und es ist kostenlos. Das sind gute Leute, die das weiterentwickeln. Und es sind so viele und das ist, ja, jammer, jammer, jammer. Ja, mal schauen. Also, das bedeutet natürlich auch eine komplette Umstellung meiner gesamten Produktionspipeline. Ne? Alles, was ich bis jetzt nach Schema A gemacht habe, in Zukunft dann nach einem ganz anderen Schema machen. Alleine schon so eine Sache wie, jedes Mal, wenn ich Premiere Pro öffne, braucht es mehrere Minuten, um Dateien neu zu verknüpfen, die überhaupt nirgendwo anders liegen. Die habe ich nicht einen Millimeter bewegt. Es ist fürchterlich. So, ja, hat euch nicht interessiert? Ich hoffe, diese Videos haben euch interessiert. Und ja, ich würde es an dieser Stelle jetzt beenden. Und mich ein bisschen mit Premiere rumärgern, da hatte ich ja gerade schon erwähnt. Und dann, damit ihr morgen die Videos sehen könnt, wir sind auch noch ein bisschen in der Gamescom-Nachbearbeitung. In der Gamescom-Nachbearbeitung. Da kann ich euch nur, wie immer, wärmstens empfehlen, die fantastischen Videos von unserem guten, oft kopierten, sehr erreichten Yankee anzuschauen. Und mit euren Daumen und euren Kommentaren unter den Videos entscheidet ihr natürlich, ob es hier eine weitere Staffel gibt. Ob ihr mich hier nochmal hier quälen wollt oder nicht. Und interessiert seid, was hier noch passiert oder nicht. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.